Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir feiern den Christkönigssonntag. Der letzte Sonntag des Kirchenjahres, also der Sonntag, bevor in der nächsten Woche der Advent beginnt und damit ein neues Kirchenjahr, er betont, dass Christus unser König ist. Dass er der ist, der für uns, ja, der auf uns Aufpassende ist, der uns auch zeigt, wie ein gutes Leben gelingt. Er ist der, der im Himmel thront und deswegen haben wir eine sichere Heimat bei Christus im Himmel. Und das wird uns am Ende des Kirchenjahres nochmal ganz besonders zugesagt, dieses, ja, für uns sich aufopfern, dieses für uns sorgen, all das gehört also zu diesem besonderen Bild Christus als König. Wir sind aufgefordert, diesem König zu folgen, seine Regeln zu beachten, seinen Weg zu folgen und zu sehen, wo möchte er mich hinführen, damit ich wahrhaft glücklich werde. Manchmal gelingt uns das nicht, weil wir nur auf unseren eigenen Vorteil, auf ja, unseren eigenen Blickwinkel achten und dann tun wir Dinge, die nicht richtig sind. Und so wollen wir am Beginn des Gottesdienstes den Herrn für unsere Fehler um Verzeihung bitten. Herr Jesus Christus, du bist unser König und du sorgst für uns. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du führst mit uns auf einem guten Weg. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. An deiner Seite sind wir immer beschützt. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Herr erbarme sich unser, nehme von uns Sünde und Schuld und erführe uns zum ewigen Leben. Und weil Christus unser König ist, dürfen wir uns darüber freuen und ihn loben mit dem Gloria. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinem geliebten Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie allein dir dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich selbst bin es, ich will nach meinen Schafen fragen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt
sich um seine Herde kümmert an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe ist, die sich verirrt haben. So werde ich mich um meine Schafe kümmern und ich werde sie retten aus all den Orten, wohin sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben. Ich selber werde meine Schafe weiden und ich selber werde sie ruhen lassen. Spruch Gottes des Herrn. Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Schwachen kräftigen, die Fetten und Starken behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist. Ihr aber, meine Herde, so spricht Gott der Herr, siehe, ich sorge für Recht zwischen Schaf und Schaf. Wort des lebendigen Gottes. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen oder aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König zu ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben. Evangelium. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder im Herrn, auch liebe Mitfeinde über das Internet, der letzte Sonntag im Kirchenjahr also, er stellt uns nochmal ganz besonders Christus als unseren König vor. Er macht uns nochmal deutlich, dass Christus eben Anfang und Ende unseres Lebens, Anfang und Ende überhaupt allem ist, was auf dieser Welt existiert. Durch ihn wurde alles geschaffen. Also am Anfang schon steht Christus. Und so haben wir auf der Kerze, die für ihn steht, eben dieses Alpha als Zeichen, auf der Osterkerze das Alpha als Zeichen, dass mit Christus schon alles begonnen hat. Auch, dass schon von Anfang an Gott geplant hat durch Christus, dass jeder von uns sein soll. Er hat nicht einfach nur gesagt: Ja, ich möchte, dass es Menschen gibt und Fische und, ich weiß nicht, Regenwürmer und sowas. Nein, ich möchte, dass es dich gibt. Von Anfang an sozusagen ist jeder von uns im Plan Gottes eingeschrieben. Und er begleitet uns durch unser ganzes Leben. Und heute hören wir, er geht mit uns bis ans Ende der Zeiten. Deswegen eben auch dieses Omega am Ende, der letzte Buchstabe des Alphabetes, ja, der erste und der letzte. Gott geht mit uns den ganzen Weg. Und das, finde ich, ist für uns schon an diesem Sonntag eine frohe Botschaft. Die frohe Botschaft, dass Gott an unserer Seite ist und dass er auch für die Zeit, wenn wir mal gestorben sind, auch für die Zeit, wenn das Ende gekommen ist, dass da nicht einfach Ende ist, sondern dass dafür gesorgt ist, in alle Ewigkeit. Und schon vor Christus hat eben der Prophet etwas dazu vorausgesagt. Er sagt: Wie wird denn Gott, wie wird Christus in diesem Himmelreich sein? Wir haben ja gehört, dass er in diesem Himmelreich auf dem Thron sitzen wird. Nun, er wird
nicht abgehoben über den Menschen sitzen, die da zum Himmelreich gehören. Er wird nicht aus der Ferne von oben herab sagen, ja, macht mal oder sowas. Nein, es wird uns erzählt, er ist wie ein Hirte inmitten seiner Herde. Also am Ende wird uns zugesagt, Himmel bedeutet, Christus ist in unserer Mitte. Und er sorgt, so heißt es da, wirklich für jeden Einzelnen, dass keiner verloren geht, dass keiner krank bleibt, dass, ja, also er ist ganz für uns da. Es ist, so könnte man sagen, das Gegenbild zu den weltlichen Herrschern und Diktatoren etc., die oft nur an sich selber denken, an irgendwelche strategischen Vorteile, die den einen für den anderen gern mal opfern, die sich nur mit denen umgeben, die immer Ja zu ihnen sagen und sie unterstützen und die, die kritisch sind, gleich entfernen lassen. Nein. Dieser Gott ist ganz anders. Christus in unserer Mitte ist ganz anders. Für jeden sorgt er. Jeden, den er schon von Beginn an gewollt hat und geschaffen hat und begleitet, möchte er am Ende um sich im Himmel sammeln. Wie ein guter Hirt, der möchte, dass niemand verloren geht. Und es wird uns auch gesagt, also, dass dieser Christus am Ende Gericht halten wird. Also, dass es da ein Scheiden, wie es heißt, zwischen Gut und Böse gibt, zwischen Schafen und Böcken. Ich weiß nicht genau, warum die Böcke irgendwie so schlecht sind, aber irgendwie, da wird eben ein Unterschied gemacht zwischen denen, die Christus in Liebe begleiten, die nach der Regel Gottes aus der Liebe heraus leben, und denen, die das nicht tun. Und Jesus wird in seinem Gleichnis noch viel konkreter, indem er sagt, also, ihr, der König, wird am Ende fragen, ja, also, wie bist du mit denen umgegangen, die ich dir gesandt habe, die ich dir vielleicht auch ein Stück weit zur Aufgabe gestellt habe, die, mit denen es ganz schön und einfach ist, aber auch die, mit denen es herausfordernd und schwierig ist, die, wo es mühsam ist, sich zu kümmern, wo es herausfordernd ist, mit ihnen zurechtzukommen, die sind uns vielleicht ganz besonders aufgegeben. Und Christus sagt deutlich, wenn da jetzt jemand ist, der in Not ist und du begegnest ihm und du kümmerst dich um ihn, dann ist es etwas, das du mir schenkst, mir Christus selbst. Deswegen sagt auch Papst Franziskus so deutlich, dass uns die Armen ein ganz besonderes Geschenk sind, dass wir besonders dankbar sein dürfen, wenn uns Arme begegnen, denen wir helfen können, weil in ihnen begegnet uns Christus. In ihnen wird das verwirklicht, was sozusagen zur Eintrittskarte für das Himmelreich wird. Denn so verspricht uns Jesus, alle die, die in dieser Welt Gutes tun, also die, die hungern, satt macht, die durstig sind, denen zu trinken gibt, die im Gefängnis sind, besucht, die krank sind, besucht. Also, wo wir aktiv für die, denen es schlecht geht, versuchen, dass wir ihr Leben besser machen, dass wir eben aufeinander schauen. All das bedeutet am Ende eben den richtigen Weg in Richtung Himmelreich. Und zwar schon ein Himmelreich in dieser Welt, weil auf diese Weise die Ungleichheit geringer wird, das Miteinander größer wird, wir schon in dieser Welt spüren dürfen, wie dieses Himmelreich am Ende wird sein können, ja, wie wir das erleben können. Und deswegen dürfen wir uns darauf freuen. Es stimmt schon, dass diese Bibelstelle auch sehr drastische Bilder dafür findet, für die, die nur an sich selber denken, die alle Armen, alle Menschen, die sie um Hilfe bitten, ablehnen oder sich nicht um sie kümmern, da heißt es schon, sie werden also in die Finsternis gehen, dort wo der Teufel ist, ins Feuer geworfen, da gibt es also drastische Bilder, aber wir dürfen schon sagen, diese Bilder sind sozusagen uns gesagt als Vorsicht, weil Jesus eben uns doch mal sicher machen möchte, dass wir dort nicht hinwollen, dass das nicht unsere Richtung, unser Weg ist, sondern er möchte, dass wir alle in den Himmel kommen. Und so ist die Botschaft, dass er unser König sein wird, dass er unser König im Himmel sein wird, die Botschaft,
die uns sicher machen soll, es gibt diesen Himmel und wir sollen dorthin kommen und wir dürfen dorthin kommen. Eine frohe Botschaft nochmal ganz besonders am Ende des Kirchenjahres. Amen. Wir sind gerufen, damit wir dieses Himmelreich finden und dort Heimat finden werden, uns gegenseitig auf dem Weg zu stützen, durch das Glaubensbekenntnis, das wir gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir beten zu Gott, dem Vater der Menschen. Für die Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben und nach Geborgenheit suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die keine innere Heimat haben und nach Halt suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und nach dem richtigen Platz in ihrem Leben suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die ihre familiären Wurzeln missachten und nach Nähe suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die verstorbene Anna Kundner, deren Begräbnis wir in dieser Woche gefeiert haben. Herr, nimm sie auf in dein Reich des Lichtes und des Friedens. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle unsere Verstorbenen, die bei dir im Himmel ihre ewige Heimat finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du bist das Alpha und das Omega und sorgst für uns. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. Herr, unser Gott, wir bringen das Opfer deines Sohnes dar, das die Menschheit mit dir versöhnt.
Er, der für uns gestorben ist, schenke allen Völkern Einheit und Frieden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken. Du hast deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit dem Öl der Freude gesalbt, zum ewigen Priester und zum König der ganzen Schöpfung. Als makelloses Lamm und friedenstiftendes Opfer hat er sich dargebracht auf dem Altar des Kreuzes, um das Werk der Erlösung zu vollziehen. Wenn einst die ganze Schöpfung seiner Herrschaft unterworfen ist, wird er dir, seinem Vater, das ewige, alles umfassende Reich übergeben. Das Reich der Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heiligkeit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende deine Welt in der Liebe, vereinte unseren Papst Franziskus und dem Bischof Christoph und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienste der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Nimm sie und alle, die deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So wollen wir gemeinsam beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In Gottes Reich herrscht vollkommener Friede. Und schon in dieser Welt sollen wir diesen Frieden im Herzen tragen und miteinander teilen. Dieser Friede des Herrn sei eine Zeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. So seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr thront als König in Ewigkeit, der Herr segne sein Volk mit Frieden. Der Leib Christi. 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 Die Herrlichkeit des Herrn. Der Leib Christi. So long.
So lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns berufen, Christus, dem König der ganzen Schöpfung, zu dienen. Stärke uns durch diese Speise, die uns Unsterblichkeit verheißt, damit wir Anteil erhalten an seiner Herrschaft und am ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Sonntag, das Königssonntag und Seelsonntag. Szene 15, Jubilarmesse für verstorbenen Onkel Werner. Am Montag 16 Uhr Rosenkranz, Dienstag 17 Uhr Heilige Messe, anschließend Anbetung und Beichtgelübde. Am Mittwoch um 8 Uhr morgen, Samstag 17 Uhr Familienmesse mit Nikolaus und Adventkranzsegnung. Sonntag, 1. Adventssonntag, 10.15 Uhr, Heilige Messe. Bei der diesjährigen Caritas-Inlandsammlung am Elisabeth-Sonntag kamen 1.030 Euro zusammen. Herzlichen Dank. Am 9.12. feiern wir um 14 Uhr die Krankenmesse. Wer eine Fahrgelegenheit benötigt, möge sich im Fahrbüro melden. Vielen Dank. Also wenn auch jemand weiß, der zu der Krankenmesse gerne kommen möchte, dann vielleicht weiter sagen. Wir haben zuerst den Pfarrgemeinderat jetzt nochmal fixiert. Also am 9. Dezember wird das sein und das ist gut. Wenn alle, die krank sind und die vielleicht auch die Krankensammlung eventuell empfangen mögen, möchten, hier zur Marienkirche kommen. Ja, ich wünsche uns, dass wir auch dieses letzte Wochenende, diesen letzten Sonntag des Kirchenjahres, ja, mit ganzem Herzen und ganzer Seele genießen und spüren, dass Christus wirklich unser uns liebender König ist. Und damit uns das gut gelingt und auch, dass wir für andere gut sind und liebevoll und wie Hirten sind, dafür bitten wir Gottes Segen. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch und all eure Lieben, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke sei Gott.